Peru hat am Montag in weiten Teilen des Landes den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Aufgrund heftiger Regenfälle und einer Hitzewelle kam es zu einem sprunghaften Anstieg von Dengue-Fiebererkrankungen. In diesem Jahr sind laut dem Gesundheitsministerium bereits 32 Menschen durch das Virus gestorben. Die meisten der bisher in Peru aufgetretenen Fälle waren im Norden des Landes zu verzeichnen, wo die Krankenhäuser bereits überlastet sind. Julio Meléndez, Bürgermeister der Stadt Cajamarca, hierzu. Es gibt viele Dengue-Fälle in gleich mehreren Provinzen, aber viele kommen hier nach Cajamarca in die Krankenhäuser, wo die Versorgung langsam zusammenbricht. Wir haben keine Betten mehr. Seit 2023 hat der Andenstaat mit hohen Temperaturen und starken Regenfällen zu kämpfen, die auf das Wetterphänomen El Niño zurückzuführen sind, das die Meere vor der peruanischen Küste erwärmt hat. Auch im Amazonasgebiet hat das Land mit heftigen Regenfällen zu kämpfen. In der Region Madre de Dios, mehrere tausend Kilometer südöstlich von der Hafenstadt Cajamarca, hat starker Regen Häuser unter Wasser gesetzt und Straßen in Flüsse verwandelt. Lokale Medien berichten von rund 800 betroffenen Menschen. Eine der am stärksten betroffenen Städte in dem Gebiet ist die Stadt Iñapadi. Die peruanische Regierung erwägt auch hier, den Notstand für das Gebiet auszurufen, um die Hilfsmaßnahmen zu verstärken.